Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Update 2 und 3 ist heute rausgekommen. Jetzt First Look und eigentlich müsste uns jetzt sofort ein Ass begrüßen und das Halloween-Thema. Halloween-Thema sehe ich aber nicht. Ich höre es aber. Ah ja, guck mal hier. Halloween-Thema. Was ist das Erste, was wir abchecken? Ich habe gehört, es soll unfassbar viele neue Module geben. Oh ja, das stimmt. Oh ja, das stimmt. Es gibt eine Menge neue Module, unter anderem auch für Frainer. Es sind natürlich eins nach dem anderen. Wo ist ETA 0? So ein Ticketautomat. Ist das hier ETA 0? Das ist ETA 0, Leute. Aber der ist nicht da. Der kommt erst Freitag. Der kommt erst Freitag und steht hier. Okay, das ist ETA 0. Freitag 9 Uhr. Okay. Da, wenn das Video hier rauskommt, dann habt ihr in-game schon ETA 0 gesehen. Filtrationseinsatz schwer. Ah, hier. Nur während einer Invasion verfügbar. Okay, aber so ob wir wollen. Oder bitte sagt mir so ob wir wollen. Okay, also ihr müsst auf ein Invasionsding gehen. Und dort könnt ihr dann Verhinderung der Invasion machen oder Infiltrationseinsatz schwer. Und die habt ihr dann auch 400%. Dann würde ich sagen, ballern wir mal 400%, oder? Gibt es neue Skins? Auch eine sehr gute Frage. Der ist sehr cool. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber den finde ich sehr cool. Der ist neu. Oh, der ist auch cool. Ey, der ist ja übel lustig. 1326 beschissene Euro. Was? Das ist zu viel. Kauft euch das bitte nicht. Also, wenn ihr das unbedingt wollt und aufs Geld scheißt, aber der sieht schon sehr cool aus. Aber dann gibt es hier den. Auch für 26 Euro. Und der kostet 30 Euro? Jetzt haben sie aber... 1500. Also den hier, bin ich ganz ehrlich, den kaufe ich mir auch. Jetzt kann man ja auch die Farben auswählen. Das ist natürlich cool, ne? Kann man jetzt auch... Oh, man kann auch die Haarfarbe machen jetzt. Ist ja auch neu drin. Oh Mist, jetzt sehe ich ein bisschen aus wie ein Clown irgendwie. Soll ich im Zirkus arbeiten? Okay, Abfahrt. 400%. Morgen bei ETA 0 Premium-Gutscheine durch Verkauf bekommen. Und ich bin gespannt, wie viele Gutscheine wir nach Abschluss dieser Mission hier bekommen. Das ist ja dann jetzt auch die Frage. Und wie schwer wird das? Ich bin mit der Oldschool-normalen Bunny am Start. Alter, kommen hier viele Gegner. Alter, sind hier viele Gegner. Kann man das überhaupt schaffen? Müsste zu viert sein? Ich bin einfach zu zweit reingegangen. Digga, so viele Gegner. Das ist krass. Das ist geil. Aber noch zwei Bosse auf einmal, das ist ja witzig. Okay, auch geschafft. Mission abgeschlossen. Ether-Gutschein, 4 Stück, Standard. Willst direkt in den Ultimate Trainer Farm gehen? Alter, ich find's geil. Es ist natürlich nicht unfassbar umfangreich, da müssen wir echt, müssen wir ehrlich sein. Also 400% reinzubringen mit vielen Gegnern, okay. Einen Händler reinzubringen, okay. Ein Charakter, eine Waffe, ein Boss. Aber wir müssen natürlich auch so ehrlich sein und sagen, ey, Season 1 war echt wenig. Da muss man für 7-2 mehr kommen. Aber ist auf jeden Fall cool. Lass einmal reingucken. Ich will wissen, wie schwer der ist. Okay, 3 Helis am Start. Ich bin die Bunny. Okay, so sieht er. Oh mein Gott, ich kriege hier Schaden drin, glaube ich. Einer schon down. Okay, also ich mache gar keinen Schaden. Das können wir schon mal festhalten. Aber einfach ein bisschen gucken, was macht der? Der schießt so. Dann kommt so ein rundes Ding um ihn rum. Das trifft dann alles, so ähnlich wie beim Pyroman. Aber wenn der keine Wipe-Mechanik hat, Leute, dann sage ich, ist der viel, viel eher machbar als irgendein anderer. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns 67 AB, Blake und ballern dann Leichenbraut. Dann haben wir wenigstens schon mal einen Teil von Ultimate Trainer. Ich bin's, der Lackalu. Ich spür's auch. Ich spür's auch, Leute. Yakuza und ich haben's gespürt! Insgesamt ist Frainer mega selten eigentlich, wenn man so guckt. Die Teile haben alle irgendwie so 6 oder 10% Chance. Ich war schon extrem, extrem lucky, muss ich sagen. Aber zum Glück sind die Teile, die man hier noch braucht, also relativ easy zu bekommen. Hier einmal Tresore, dann hier einmal in der Festung und hier im Biolabor, glaube ich, nur den ersten Gegner, aber es ist auch nicht viel. Und jetzt fehlt mir noch der Bauplan. Aber insgesamt auf jeden Fall ein Charakter, den man auf gar keinen Fall kaufen muss im
Shops, wo man wirklich easy peasy, auch mit Infiltration, so habe ich es eigentlich die meiste Zeit gemacht, farmen kann. Ether 0 sollte, wenn ihr das Video gerade schaut, auf jeden Fall schon draußen sein. Da bin ich sehr gespannt, da wird es morgen doch mal ein Video zu geben. Und auch zum Boss wird es morgen ein Video geben. Da gehe ich dann morgen mit der Community rein und dann schaue ich mir den an. Der soll wohl eine Vibe-Mechanik haben. Ich denke aber, dass er vielleicht nicht ganz so schwer ist wie der Gierschlund, der ja wirklich sehr, sehr schwer war. Auch die neue Waffe gibt es ja auch nur dort. Finde ich auch ein bisschen schade. Und dann bleibt abzuwarten, was man alles bei Ether 0 kaufen kann. Vielleicht wird es ja auch so sein, dass man sich dann Teile vom Friedensstifter und auch von der neuen Waffe einfach kaufen kann. Neue Komponenten gibt es natürlich auch noch, beide bei Todespirscher. Könnt ihr euch einfach mal durchlesen, ist sehr interessant. Hier einmal für Frainer als Gift und hier als coolen Allrounder für Fertigkeitsdauer und Schild. Beides auf jeden Fall eine coole Alternative. Und dann würde ich allen raten, dass ihr, wenn ihr die neuen Module haben wollt, mal schaut, dass ihr euch die ja versucht zu kombinieren, weil das geht, sollte zumindest mal mit den allermeisten Modulen funktionieren, auch mit den roten, die neu dazugekommen sind, mit denen von Frainer. Das würde ich jetzt einmal kurz noch versuchen. Einen habe ich tatsächlich sogar bekommen. Hier, Giftmischung ändert den Effekt von Raum 0 Trauma zu Nekrose. Eine Frage, die ich noch hatte, ist, ob man die Dungeons, die ja nur, also die 400er Dungeons, die man ja nur in den Invasionsinfiltrationen machen kann, ob man die mehr als zweimal machen kann. Und ja, die könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Das heißt, ihr könnt auch, oder hättet auch gestern oder jetzt, könnt ihr ganz, ganz viel Ether 0 Gutscheine farmen und die dann alle ausgeben. Das heißt, ihr könnt theoretisch von Montag bis Freitag immer schön farmen in den Invasionen und die 400% hier machen und dann die am Wochenende ausgeben. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass man das eben nicht nur zweimal machen kann wie den Invasionen. Auch eine coole Änderung. Weiß nicht, ob das der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen hat, aber auch der Abschluss einer Mission gibt jetzt auch genau wie Nachfahrenerfahrung auch Waffenerfahrung. Das war ja vorher runtergeschraubt worden. Das ist jetzt genauso viel wie die Nachfahrenerfahrung. Ist auf jeden Fall sehr cool. Wenn ihr also hier leveln wollt, könnt ihr das auf jeden Fall jetzt machen. Wenn ihr nichts zu The 40 Cent verpassen wollt, würde ich mich natürlich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen. Selber ein Like auf die Video, sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.